Mein Name ist Arne Ertelt, seit Juni 2023 Bürgervorsteher der Stadt Gießtacht. Seit mehr als 25 Jahren bin ich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik für die CDU tätig. Zu den Aufgaben des Bürgervorstehers zählen die Repräsentation der Stadt Gießtacht gemeinsam mit dem Bürgermeister wahrzunehmen, aber auch den Vorsitz der Ratsversammlung und auch des Ältestenrats wird vom Bürgervorsteher bekleidet. Eine weitere Aufgabe ist es, Jubiläen von Bürgern und Bürgerinnen wahrzunehmen. Gießtacht ist wachsende Stadt im Wohnungsbau. Von 30.000 Einwohnern ist die Stadt mittlerweile gewachsen auf bis zu 35.000 Einwohner. Hier im Westhafen ist ein Wohnquartier entstanden mit mehr als 2.000 Wohneinheiten. Ein gesamter neuer Stadtteil für Gießtacht. Gießtacht ist Vorbild im Wohnungsbau. Als wachsende Stadt muss auch die Infrastruktur mitwachsen. Gießtacht schafft 500 neue Kita-Plätze. Und in den Schulbau werden 50 Millionen Euro in den kommenden Jahren investiert. Das Ganze basiert auf einem breiten politischen Willen. Hier am alten Bahnhof wird die Bahnanbindung von Gießtacht nach Hamburg in den kommenden Jahren realisiert. Wir befinden uns hier im Gewerbegebiet in der Leibnizstraße. Ein neues Gewerbegebiet, was kürzlich entstanden ist, in Gießtacht. Hier findet Wirtschaft aus Handwerk und Gewerbe noch ihren Platz. Die Ansiedlung von Gewerbe in Gießtacht genießt viele Vorteile, allein durch die gute Verkehrsanbindung an Gießtacht. Ich habe Ihnen einen kurzen Einblick zu meiner Person und zum Amt des Bürgervorstehers vorgestellt. Und selbstverständlich zur lebenswerten Stadt Gießtacht. Als Bürgervorsteher bin ich selbstverständlich Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in der Bürgersprechstunde, die ich vierteljährlich stattfinden lasse oder auch direkt telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben.